I sink. Finally, someplace I found peace. In the dark of night, tabletops counting hours in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. Bald darf ich auch fahren. Willkommen zum heutigen Motovlog mit Brooke. Leider haben wir kein Intercom dran, sonst hätten wir einen Dual-Vlog machen können. Schade Schokolade, jetzt dürfte mich ertragen. Auf jeden Fall geht's um die MT-07 und vorab, ich hatte null Defekte. Keine Ahnung, was ich da großartig zu sagen soll. Ihr habt es jetzt in dem kleinen, ich nenne es einfach mal, Cinematic Teil oder Bikeporn, ne, kann man eigentlich nicht nennen, so viel Mühe steckt da gar nicht drin. Steckt schon ein bisschen viel Mühe von meinen Verhältnissen drin, aber das ist schlecht. Das hat jetzt sie gesagt. Das habe ich nicht selber gesagt. Auf jeden Fall geht es um die MT-07 2017er Baujahr und alle, die es wissen, erstmal ein Background-Info für alle, die es nicht wissen, sorry. Die 2014er, 2015er MT-07 sowie teilweise 2016er MT-07 hatten das ein oder andere Problemchen. 2014 ist die ganze Geschichte auf den Markt gekommen und dementsprechend hat sie halt ihre Kinderkrankheiten gehabt. Darunter zählte der Gangsensor, sprich wenn ihr irgendwie ein Problem hattet mit dem Gangsensor, dass er nicht immer den Gang angezeigt hat oder mal gar keinen Gang angezeigt hat, dann konntet ihr zum Yamaha-Händler gehen und es wurde auf Garantie behoben. Dann gab es noch das Problem mit der Schwinge. Die Schwinge hat gern gerostet. Ja, ist natürlich nicht so geil. Empfehle ich natürlich auch keinem weiter, das nicht beheben zu lassen, weil die Schwinge ist wirklich ein essentielles Teil bei eurem Motorrad. Da wirken hohe Kräfte und wenn die bricht oder knickt während der Fahrt, weil die komplett durchgegammelt ist, dann ja, nicht sehr praktisch, auch den Wiederverkaufswert mindernd und deshalb wirklich meine Empfehlung, behebt das Zeug, falls nur geht. Noch ein kleines Problem vom Motorraddauertest. Irgendein Motorlager, Kostenpunkt 500 Euro, ist defekt gegangen bei der Dauertestmaschine und das war es eigentlich. An sich, was wird denn bemängelt an der MT-07? Eigentlich nur eine Sache und zwar das Fahrwerk. Und zum Fahrwerk muss ich sagen, es reicht zum zügiger Fahren, aber wirklich sportlich ist es nicht, was es aber auch gar nicht sein muss, weil ihr seht im Alltag, meistens habt ihr irgendwelche Landstraßen, wo 60 oder Gott sei Dank hier 80 gilt und da braucht ihr einfach kein Sportfahrwerk und ihr könnt öfters zu zweit fahren, ihr habt eine extrem hohe aufrechte Sitzposition, extrem niedriges Gewicht, einen kurzen Radstand, eine Spitze, einen steilen, Lenkkopfwinkel und das bedeutet einfach, dass die Maschine extrem agil ist. Gepaart mit verschiedenen Reifen ist sie halt extrem, extremst agil. Also ihr könnt sie so sehr in Kurven drücken wie eine Supermoto. Und da laber ich keinen Scheiß, ihr kommt Supermotos eigentlich hinterher, wäre da nicht das kleine Problem mit den früher aufsetzenden Fußrasten. Und ja, für mich ist eigentlich nur ein kleiner Kritikpunkt auszusetzen, da das Fahrwerk weich ist und sie bei Bodenwellen und so ein bisschen in Schwingung gerät, setzt sie ab und zu früher mit der Fußraste auf, als sein muss, aber wirklich fernab von Anfängerbereichen, also ihr müsst echt extrem schräg unterwegs sein, was ihr im Alltag eigentlich nie seid, sprich, wenn ihr richtig heizen geht, in Anführungszeichen, wird euch der Ständer auf der linken Seite limitieren, da könnt ihr ein bisschen den Anschlagpunkt anschleifen, dann habt ihr wiederum so viel Schräglagenfreiheit, dass ihr ohne Problem Conti Road Attack 3 auf Kante fahren könnt, genauso wie ein M7R etc. Sprich, absolut grandioser, wie soll ich das sagen, Eindruck, den ich von dem Motorrad habe. Ich feiere sie zudem aufgrund ihres Motors und der A2-Tauglichkeit. Ich kann mir kein besseres Motorrad für einen A2-Führerschein vorstellen, jetzt neu und Euro 4 homologiert. Weil sie einfach 0 auf 100 unter 5 Sekunden drückt. Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Ich habe es auf Video 4,55 Sekunden mit der Alpha-Technik-Drossel 0 auf 100 km/h und sie hat Punch in jeder Lage. Ist sechster Gang und sie schiebt einfach vor. Druck rutscht jedes Mal nach hinten, zweiter Gang, erster Gang, was weiß ich was alles. Also es geht richtig gut ab. Natürlich gilt hier 40, ist auch okay. Auf jeden Fall
schiebt die Karre dermaßen an, das ist echt ein Traum für viele Motorradfahrer. Kann man auch mit im Erwachsenenalter viel Spaß mit haben. Und ja, an sich kann ich noch zum Motorrad sagen, für alle, die sie im Alltag bewegen, sie verbraucht gemischt Landstraße und innerorts 4,5 Liter, habe ich auch mal in Insta-Story gepostet, sprich mit Faxenschieben und so 4,5 Liter. Kommt eigentlich selten über 4,5 Liter hinaus, wenn ihr mit Husqvarna 701 erfahren und so unterwegs seid, also richtig zügig, dann verbraucht sie 5,2 Liter und das ist auch wirklich das Maximum, was ich rausgefahren bin. Auch auf der Autobahn verbrauche ich nie über 5 Liter. Autobahn ist bei mir meistens 4,1 Liter Durchschnitt für 130 Kilometer Autobahn, 4,1 Liter pro 100 Kilometer und das ist echt solide. An sich ein Bike, das ich so gut wie jedem empfehlen kann, weil sie einfach extrem zuverlässig ist. Ich bin mir sicher, eine Honda CB650F zum Beispiel ist auf die ganz lange Sicht gesehen zuverlässiger, weil Honda-Qualität in Anführungszeichen, aber die Yamaha ist auf so einem Niveau, da braucht man gar nicht zu meckern und deshalb Daumen hoch von mir. Es gibt immer wieder jemanden, der bemängelt, dass sie optisch irgendwie komisch ausschaut oder sonst wie. Da müsst ihr gar nicht drauf hören, kauft was ihr wollt und ja, ich finde es prinzipiell ziemlich geil, das Bike hier von der Optik, aber das darf jeder für sich selber entscheiden. Und in dem Sinne hoffe ich, hat euch das Review gefallen. Ich hatte jetzt bei, sind es 14.000 Kilometer, was auch immer, bei 14.000 Kilometern nicht ein Problem. Also schaffen nicht alle Bikes, das Bike schafft es und ich bin mir sicher, es wird noch viele weitere Kilometer ohne Problemchen schaffen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. To me.